meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Favoritenvideo von mir. Ich möchte euch gerne meine Lieblingsprodukte aus dem Jahre, aus dem Monat August zeigen, da der Monat sich zum Ende zuneigt. Und der ging ja so schnell vorbei und ich habe nicht so viele Favoriten, das was immer alle YouTuber sagen. Obwohl ich fand, dass der Monat eigentlich recht lang war und er war schön. Aber okay, ich zeige euch meine Lieblingsprodukte. Und zwar habe ich einmal hier von Rimmel London, das sieht schon echt ranzig aus, Stay Matte Powder, die Nummer 011 Creamy Natural. Rimmel London gibt es ja glaube ich nicht in Deutschland, aber falls ihr mal irgendwo seid, also dieses Puder ist echt gut. Ich benutze das wirklich jeden Tag und es macht halt, ja, es mattiert halt die Haut, ohne irgendwie so aufzusetzen, so, wisst ihr, was ich meine? Und ich benutze es halt, wie gesagt, jeden Tag. Und das ist für mich gerade das beste Puder, wo es gibt. Dann habe ich einen weiteren Favoriten und zwar von Rexona Woman Shower Clean, dieses Deo. Das ist ein Compressed Deo. Das kennt ihr ja alle. Da ist ja genauso viel drin wie in einem großen Deo, nur dass es komprimiert ist. Und darum geht es mir gar nicht, um dieses Compressed. Es geht mir auch nicht um die ohne Aluminiumsalze, falls euch das interessiert. Sondern es ist dieser Geruch. Und ich finde, es ist nämlich der Geruch Shower Clean. Und wenn man sich damit einsprüht, dann denke ich immer so, oh, wer hat sich denn hier frisch geduscht? Und das bin ja dann ich. Also es riecht wirklich so, als wenn man frisch aus der Dusche kommt. Und ich finde das so, 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 so toll. Selbst mein Freund sagt dann immer, was riecht denn hier so schön? Dann sage ich, hey, ich habe mich gewaschen. Nee, das ist ein Deo. Und das ist wirklich ein richtig, richtig gutes Deo. Und es ist auch schon fast alle. Und das werde ich mir definitiv nachkaufen. Also, und es schützt auch sehr gut. Dann habe ich mein Lieblingsparfüm zurzeit. Das ist von Bruno Banani. Da kann ich euch leider nicht sagen, wie es heißt. Es ist halt diese orangene Flasche. Und es riecht so schön. Ich kann keine Düfte beschreiben, aber es riecht so richtig, richtig frisch. So richtig, so sommerlich, so frühlingsmäßig und so ein bisschen blumig. Aber nicht so stark, sondern einfach nur richtig, richtig frisch. Und wenn ich mir das frühs auf die Arbeit sprühe und dann so arbeite und dann rieche ich das so, dann denke ich so, oh, hier riecht aber jemand gut. Und ja, also echt cool. Das ist auch schon zur Hälfte leer. Ich benutze das echt jeden Tag. Nur das Einzige, was ich finde irgendwie, aber ich weiß nicht, ob man das immer selber so empfindet, dass der Geruch schnell vorbeigeht. Aber vielleicht riecht man das einfach selber irgendwann nicht mehr. So, wisst ihr, was ich meine? Man denkt immer, es riecht nicht, aber es riecht vielleicht doch. Dann habe ich noch einen richtig, richtig tollen Tipp für euch. Das ist mein absoluter Favorit geworden. Ich brauchte nämlich eine Nachtcreme. Und da meine Tagespflege gerade von Diadermin ist, habe ich gedacht, nämlich auch eine Nachtpflege von Diadermin. Laboratories Diadermin Lift Tiefenaufpolsterer Nacht. Ja, das ist eine Creme. Kann ich sie euch zeigen? Falls meine Kamera Lust hätte zu fokussieren. Ja. Von Diadermin und die ist eigentlich für reife Haut. Aber ich hatte schon mal eine Nachtcreme für reife Haut und ich finde, die sind einfach so reichhaltiger und ich bin ja auch schon reif und ach, wisst ihr, was ich meine? Aber das ist gar nicht das Besondere an der Creme. Das Besondere an der Creme ist erstmal, dass sie sehr, 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 sehr reichhaltig ist und dass sie sehr, 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 sehr schnell in die Haut einzieht. Und jetzt kommt das Allerbeste. Ich schwöre auf alles. Diese Creme riecht 100% nach Kaugummi. Und zwar, kennt ihr noch von früher diese kleinen Tuben, die aussehen wie Zahnpasta, wo aber so ein rosaner Kaugummi drin ist, die man so rausdrückt, oder oh, dafür schönes Wasser im Mund zusammen. Und der war so rosa und hat so richtig fruchtig, so, weiß ich nicht, nach irgend so, halt nach Kaugummi gerochen. Und diese Creme riecht 100% danach. Und sie riecht einfach so krass nach Kaugummi, dass jedes Mal, wenn ich die abends raufmache, ich mich einfach so übelst freue, weil es ist so schön, mit einem Kaugummigeruch einzuschlafen. Mein Freund letztens auch, oh, was riecht denn hier so schön, was riecht hier so schön? Ich sage, das ist meine Creme. Und er hat auch gleich gesagt, die riecht so nach Kaugummi, aber nach so richtig, richtig leckeren Kaugummi. Die riecht wie früher. Und das ist ein richtiger Geheimtipp eigentlich, weil ich wusste das nicht. Ich habe noch nie in meinem Leben so eine Creme, Diadermin Lifttiefenaufpolsterer Nacht. Und ich glaube, die hat so um die 5 Euro gekostet. Und ich werde sie mir definitiv nachkaufen, weil ich will gar nicht mehr ohne dieses Gefühl einschlafen, dass ich irgendwie ja, also Kaugummi rieche. So, hört sich das komisch an, aber es ist so. Dann habe ich gar nicht mehr so viel.
Dann habe ich einen Favoriten wiederentdeckt. Und zwar ist das meine Haarbürste, wo noch Haare dran hängen. Von Braun Satin Hair 7. Und diese Bürste besitze ich schon seit 5 Jahren mindestens. Da habe ich noch nicht mal YouTube-Videos geguckt, geschweige denn gedreht. Und das ist diese Ion-Haarbürste. Da macht man hier die an, dann leuchtet die grün. Und hier hinten kommen dann Ionen raus. Und wenn man dann kämmt die Haare, dann werden die dadurch glänzend. Und seitdem ich mir die Haare gefärbt habe, nehme ich die aber nur für die unteren Längen. Weil wenn ich sie oben rein mache, habe ich das Gefühl, dass meine Haare schneller fettig werden. Und die hilft auch richtig, richtig gut für fliegende Haare, wenn ihr fliegende Haare habt. Und meine Haare glänzen jetzt gerade, wenn man das sieht, echt nur durch diese Haarbürste. Und sie fliegen auch gar nicht. Und die habe ich jetzt irgendwie voll lange im Schrank gehabt und nicht mehr benutzt, weil das, der einzige Nachteil sind diese Noppen hier. Ich mag das nicht, mit so einer Noppen zu bürsten, weil das tut mir irgendwie zu doll weh. Aber ich habe ja gehört, dass davon jetzt bald eine neue rauskommt, endlich nach so vielen Jahren, die dann dazwischen noch so eine Art wie so eine Naturborsten hat. Und ich denke mal, es wird viel angenehmer und ich werde sie mir definitiv kaufen. Ja. Ich finde diese Bürste echt genial und vor allem kommt das immer total cool, wenn man die irgendwo bei hat und dann so anmacht und alle immer sagen, was ist das? Ich weiß nicht mehr, was sie gekostet hat. Ich habe sie mir damals einfach so gekauft. Ich habe noch nie was darüber gehört. Und das aller krasseste ist, ich habe diese Bürste jetzt wirklich schon bestimmt 5,5 Jahre mindestens. Ich habe noch nie die Batterie gewechselt, obwohl ich die schon so oft benutzt habe. Ich habe noch nie die Batterie gewechselt. Ja, das ist auf jeden Fall ein richtig krasser Favorit und ich freue mich, wenn die neue davon rauskommt. Die ist dann nämlich auch weiß und die werde ich mir definitiv kaufen. Dann habe ich einen weiteren Favorit. Ich war letztens kurz bei Primark, aber ey, geht gar nicht. Ich bin so da durchgelaufen, habe nur so nach rechts und links geguckt. Ich wollte nämlich einen Rucksack haben, aber ich hatte keinen Bock. Dann wollte ich einen Schlafanzug haben, da hatte ich auch keinen Bock mehr. Und da war da so ein Stand, so aufgebaut, so ein Harry Potter Nachtwäsche. Und da habe ich mir eine Schlafanzughose geholt von Harry Potter und Socken und ein Oberteil zum Schlafen. Und die hier, meine allerliebsten Lieblingshausschuhe. Guckt euch die mal an. Da steht Hogwarts drauf und die sind grau am Stern. Und hier hinten, das sind hier so eine Noppen. Und die sind so kuschelig, weich und flauschig. Ich glaube 5 oder 6 Euro haben die gekostet. Ich glaube 5. Und ich liebe das, ich freue mich schon so, wenn es wieder kalt draußen ist und ich meine Harry Potter Schlafanzughose anziehen kann und mein Harry Potter Oberteil und meine Harry Potter Socken und die hier und mir dann alle Harry Potter Filme nochmal angucke. Yay! Voll cool. Dann habe ich noch einen Favoriten. Und zwar war ich lange auf der Suche nach einem Buch, das ich endlich mal wieder suchten kann. Und da hat mir die nette Buchverkäuferin dieses hier empfohlen, diese Legend-Reihe. Habe ich schon öfter mal gesehen, aber irgendwie hat mich das Cover nicht so angesprochen, weil ich dachte mal, es ist so ein bisschen so abgespaced. Aber ich habe ihr gesagt, dass ich halt gerne, also ich lese ja gerne Jugendbücher. Und dass ich halt so Tribute von Panem und so. Und dann hat sie mir das halt empfohlen, weil sie das auch gelesen hat. Und diese Reihe ist echt so gut. Ich habe so lange, also das ist der zweite Teil, den ersten Teil habe ich in 2 Tagen durchgesuchtet. Das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Also wirklich sehr interessante Story mit vielen Wendungen. Ich kann aber so schlecht erklären, um was es geht, aber es ist wieder so eine Gesellschaft. Es gibt so eine Reichen und es gibt so eine Arm und die kämpfen gegeneinander. Und dann gibt es dann Junge und Mädchen, einer von reich, einer von arm. Natürlich verlieben die sich und sowas. Und dann ja, kämpfen die gegen die ganze Welt. So ein bisschen halt Tribute von Panem mäßig. Und dann immer so ganz viele Wendungen und so spannend, dass man immer wissen will, wie es weitergeht. Also falls ihr auch auf Jugendbücher steht, dann kann ich euch dieses hier sehr ans Herz legen. Und ihr könnt mir auch gerne welche empfehlen, weil ich echt krass auf der Suche bin, weil ich das Gefühl habe, dass ich irgendwie schon alle Bücher gelesen habe, die für mich interessant wären. Und ja. Dann habe ich schon meinen letzten Favoriten. Die CD zeige ich euch jetzt stellvertretend zu der allerbesten Serie auf der ganzen Welt. Ey, hallo, welcome to the Empire. Wer von euch hat Empire geguckt? Also, ich finde, diese Serie ist so geil. Ich habe noch nie in meinem Leben gab es ja so eine Story. Und es ist einfach so cool gemacht. Und ey, alle Lieder sind so geil. Also, falls ihr das nicht kennt, also da geht es ja halt um so ein Empire, so ein Musikbusiness und ja,
Darum geht es einfach. Es sind in jeder Folge gibt es irgendwelche neuen Lieder, die extra produziert wurden für die Serie. Und das ist so cool. Ich habe mir dann auch gleich den Soundtrack gekauft, weil ich habe die Serie so krass gesuchtet, dass ich gar nicht mehr drauf klarkomme, dass ich den Soundtrack habe, dass ich mir die DVDs gekauft habe. Und ich freue mich so, wenn es weitergeht. Obwohl ich ein bisschen enttäuscht bin von dem Soundtrack, den kann ich euch eigentlich nicht so krass empfehlen, weil da fehlen einfach mal so die krassesten Lieder, falls sich jemand auskennt, so Drip Drop und You're So Beautiful und so. Also vom Soundtrack bin ich etwas enttäuscht, aber mir reicht es einfach, dass ich den hab und oh Gott, ich liebe Empire so sehr. Ich weiß gar nicht, wen ich am besten finde, aber ich glaube, ich finde Jamal am besten. Wer von euch hat denn die Serie auch geguckt und findet ihr die auch so geil? Ich finde die einfach nur so cool, weil es irgendwie mal was so ganz, ganz anderes ist und ja. Ja, das waren meine Favoriten. Vielleicht könnt ihr mir auch eure Favoriten nennen oder Bücherempfehlungen. Oder empfehlt mir doch einfach mal Serien, weil ich bin so ein Seriensuchti. Aber ich bin auch da der Meinung, dass ich schon alle Serien gesehen habe, die es gibt. So, dann hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen, meine Süßen. Jetzt habe ich auch noch einen Sprachfehler. Und dann bis ganz bald und dann sage ich Tschüssi.